Hallo und willkommen bei Spielinus mit Melanie und Angelo und unsere Top 3 für den Monat Juni mit einer Flop 1. Wir haben sogar eine Flop 1 dabei. Kommt selten bei uns vor, aber diesmal hatten wir ein Spiel, was uns nicht gefallen hat. Deswegen werden wir am Ende noch einen Flop-Titel mit einbauen. Genau, und dann würde ich sagen, ihr wisst ja wie immer, diese Top 3 ist nicht das Neueste, das Tollste, das Beste auf dem Markt momentan, sondern das sind unsere drei Favoriten, die wir halt diesen Monat gespielt haben. Es muss nicht oft, es muss nicht häufig gewesen sein, sondern einfach die Spiele, wo wir gesagt haben, boah geil, die waren so klasse wieder diesen Monat. Genau, total geflasht. Genau, und die haben es in die Top 3 geschafft und ich würde sagen, ohne Umschweife fängst du jetzt mit deiner Nummer 3. Von der Melli nicht weiß, was es ist, weil wir alles geheim machen. Dann werde ich mit meiner Top 3 anfangen. Ganz was Gutes. Ja, da bin ich sicher. Ja, so, sieht man besser? Dino World, welcome to Dino World. Was passt besser zu den Spiele-Dinos als ein Dino Roll and Ride? Und das noch nach unserem einjährigen Jubiläum. Genau, wir sind jetzt ein Jahr auf YouTube und jetzt dachten wir, spiele ich Dino-Spiele. Dino World ist halt ein Roll and Ride, aber richtig cool, weil es ist eher so ein Kenner-Experten-Roll and Ride. Definitiv. Und es ist halt alles, ist so richtig Jurassic Park-Style-mäßig angelehnt. Man braucht Generatoren, damit die T-Rex-Dinger nicht ausbrechen. Man kann kleine Dinos bauen, man kann Streichelzoo bauen. Und dann finde ich es cool, es gibt immer so Facilities und ich weiß gar nicht, wie das andere heißt. Das ist einmal malt man so Tipis, wie so kleine Zelte und einmal einfach nur einen Kreis mit dem Strich. Baum, und es ist quasi jedes Spiel anders und entwickelt aber immer eine eigene coole Mechanik oder Art von dem, wie man cool. den Park einfach baut. Manchmal hat man zwei so Tipis und dann ist es halt einfach ein Stacheldraht, den man noch zusätzlich zieht oder man hat auf einmal einen Streichelzoo. Genau, und man hat immer zwischen den Mitspielern sozusagen immer drei Ziele, die man erreichen muss. Und die sind halt 4, 6 und 10 Punkte wert. Und das ist halt je nachdem, mit wie viel man spielt. Also wenn man mindestens zu dritt spielt oder zu zweit geht auch, dann sind auf jeden Fall 6 Ziele, wo man hinarbeiten muss. Und das finde ich auch echt geil, weil diese Ziele sind auch jedes Mal anders. Ja. Und da entscheidet sich's. Manchmal beißen sich diese Ziele mit dem Facility oder wie auch immer. Und jedes Mal sieht der andere Park, also sieht der Park anders aus und ich bin immer ganz arg bemüht, ganz tolle Dinos zu malen. Ja, stimmt, man muss doch Dinos reinmalen, damit die geil aussehen, damit man weiß, was es ist. Oder man schreibt nur wie ich den Anfangsbuchstaben rein, weil ich nicht so gut Dinos malen kann. Ja, und der Park sieht dann nicht so toll aus. Ich bin nicht wie Thorsten, hier so cooles Logo gezeichnet, das hat Thorsten gemacht, das kann ich nicht. Mein Platz 3. Dein Platz 3. Mein Platz 3 ist auch nicht arg groß, aber hat genauso viel Spaß gemacht. Dann bin ich gespannt. Es ist fast auch so hier, ich glaube, unsere drei sind dieses Mal Tierrecht. Ah, Dragonwood. Dragonwood. Also ich glaube, dieses Mal sind die Nummer 3 Tierspiele, warum auch immer. Und Drachen sind fast Dinos, oder? Ja, wird schon sagen. Ja. Dragonwood, ja. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Man muss würfeln, man hat Karten und entscheidet dann, was man eben für, also man versucht immer eine Karte anzuwerben oder Monster zu töten. Manche Karten bringen Vorteile, Monster bringen natürlich Punkte und man hat drei verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Entweder man hat eine Attacke mit einem Messer, dann gibt es einen Tritt oder einen Schreiangriff. Ja, das Schreiangriffe sind richtig populär gewesen im Mittelalter und in Fantasy-Spielen. Ja. Wer kennt Dungeons & Dragons nicht, der mächtige Schreiangriff. Ja. Ja. Weißt du, warum manchen heute noch die Ohren klingeln? Deswegen. Wegen Dragonwood. Sehr authentisches Fantasy-Spiel. Ja, aber echt gutes Fantasy-Spiel. Und je nachdem, was man für Karten eben spielt, kann man entsprechend einen von diesen drei Angriffen machen. Und ich finde es echt cool. Es ist schnell gespielt. Mir macht es richtig Spaß. Es ist so ein bisschen Pokergefühl auch dabei. Reicht mir das jetzt oder reicht es mir eben nicht? Ich finde es echt cool. Dieses Spiel wurde uns ja von unserem Fachverkäufer im Fedes empfohlen, weil er meinte, es sei wie so ein anderes Würfelspiel, bloß mit Story. Ja. Und ich habe gesagt, wenn es scheiße ist, komme ich zurück, aber Glück gehabt. Es ist zwar ein bisschen anders wie das, was er uns als Vergleich gegeben hat, aber ich finde trotzdem richtig toll. Also wenn es hier auf Platz 3 ist, keine Sorge, wir kommen nicht wieder und beschweren uns. Wir kommen eher zum Nachschub holen. Okay, dann Platz Nummer 2. Melli guckt weg. Jawohl. Sie wird überrascht sein. Ein Klassiker.
Boah, ist das schwer. Das sind alle Erweiterungen, glaube ich, drin, die es gibt. Ich bin echt überrascht. Orléans habe ich hier gespielt beim Spieleabend mit Tobi. Boah, es ist so geil. Echt, das ist einfach... Ja, du liebst es ja immer. Echt, immer. Echtes Highlight-Spiel. Dieses Dice-Backbuilding, nicht Dice-Backbuilding, das gibt es viel zu selten. Ich weiß gar nicht, warum das die anderen nicht ein bisschen häufiger kopieren. Also Backbuilding ist da echt einer der geilsten Mechanismen überhaupt, finde ich. So reinziehen, dann hole ich die Miepel raus und oder die Arbeit und stelle sie dann dahin, wo ich die Aktionen machen kann. Man kann durch ganz Frankreich reisen, kann da seine Kontore eröffnen. Es ist so gut, echt, das ist alles geil. Man kann verschiedene Gebäude neu dazu bauen. Es ist so eine Latte an, mit den Erweiterungen an verschiedenen Gebäuden. So eine Latte mit verschiedenen Gebäuden, die man noch bauen kann. Und überragendes Spiel. Wie das nicht Kennerspiel werden konnte, kann keiner verstehen. Und ich muss ganz kurz sagen, es passiert mindestens immer einem, dass er einen von seinen eigenen Männchen nachher an die Burgmauern schickt. Also an die, halt rausschickt in dieses komische zweite Tableau. Das passiert immer. Man sagt immer, aufpassen, nicht eigen Männchen. Ja, ja, oh, ich habe da einen über. Hup. Am Schluss haut man halt alles raus. Was verdammt. Also wer Orléans nicht kennt, echt angucken. Ja, ich finde es auch richtig toll. Von den Kollegen da draußen genug Videos, wir haben keins dazu, aber auf jeden Fall mal angucken. Richtig, richtig geiles Kennerspiel mit einem echt tollen Mechanismus, mit diesem Backbuilding. Klasse. Mein Platz 2, Orléans von Rainer Stockhausen. Den Namen kann ich mir nicht merken. Und jetzt bin ich dran. Jetzt bist du dran. Ja, und dann sagst du, was? Jetzt kommt's. Vielleicht liegt es daran, dass ich dort die ein oder andere Partie gerissen habe. Und ich weiß nicht, wer diesen Karton zusammengemacht hat. Guck dir das hat. An. Er findet den Fehler. Ja, die dreht durch, wenn das passiert. Also es ist ich baue sie kurz um. Ja, du erklärst so lange. Meine Nummer 2 ist Noctiluca. Noctiluca haben wir jetzt erst in unserem Nachbarland mitgenommen. Nicht Österreich. Nein, nicht Österreich. Da gibt es also einen tollen Laden, den besuchen wir regelmäßig. Noctiluca, ja, ich finde es richtig toll. Also es ist einfach diese bunte Würfel auch. Also man versucht ja in diesem See Würfel nach Augenzahlen herauszunehmen oder zu angeln, sag ich mal. Und diese geangelte Würfel versucht man dann wieder farblich in seinen Vasen einzufangen. Was hier aber echt nett beschrieben ist, weil das hört sich eigentlich fies an, man tut die Natur ausbeuten. Hier steht drin, dass es nicht so ist. Nein. Finde ich eine gute Beschreibung, aber kein schlechtes Gefühl. Weil das sind Heiltierchen oder so, die sind ganz besonders wichtig, die kommen nur einmal im Jahr vor. Und deswegen versucht man die natürlich da in dieser Zeit zu fangen und in diese Gläser zu propfen und natürlich Punkte damit zu machen. Und ich finde das echt cool, weil man macht alleine über diese Kartenpunkte, manchmal. Und für jede Karte, wo man nimmt, sind 3 verschiedene, glaube ich, kriegt man eben nochmals Punkte. Und nachher ist es so, der, wo die Mehrheit hat, kriegt dann die übrigen Punkte, wenn nur welche da sind. Genau. Und das Ganze passiert nämlich dadurch, dass man immer eine Zeile, es gibt so Zeilen auf den Spielen, da kann ich mir immer Würfel der gleichen Augenzahl rausnehmen. Genau, da setze ich einen Miepel und dann diese Reihe, dann sage ich zum Beispiel an 5er und dann kriege ich vielleicht 2 grüne, einen blauen, 3 gelbe und kein lilanen oder so. Und das, was ich nicht verbauen kann, profitieren meine Mitspieler. Deswegen muss ich eigentlich geschickt gucken, dass ich so Sachen nehme, dass die anderen nichts davon haben. Und ich weiß, warum das nicht bei mir auf Platz 2 ist, weil ich das noch nicht einmal gewonnen habe. Oh. Das ist kein gutes Spiel für mich. Also ihr könnt ja gerne meine Runde Mitleid unten da lassen. Ne, ich habe es echt noch nie gewonnen, ein paar Mal gespielt. Melli gewinnt das irgendwie immer. So, mein Platz 1. Das ist ein Larsen, ich bin eine Frau. Entschuldigung, mein Platz 1. Melli wird mehr oder weniger überrascht oder auch nicht überrascht sein. Viticulture. Oh je, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Oh, guck, Melli hat es voll falsch raufgemacht. Ich drehe durch. Ja, das ist passiert, weil eine Karte hat übernachtet draußen. Egal, wir lassen es jetzt so. Ich lege es wieder hin. Wir haben Viticulture bei Heiko gespielt. Jetzt erwähne ich dich auch mal, Heiko. Sonja hat gesagt, du magst das nicht, wenn ich dich nicht erwähne. Jetzt erwähne ich dich. Er hat es uns gezeigt, das liegt hier nämlich Ewigkeiten auf dem Pile of Shame. Ja. Wir hatten in Essen noch die Tuscany-Erweiterung mitgenommen. Wir haben es komplett mit Erweiterung gespielt und boah, grandioses Spiel auch. Ähnlich cool wie Orléans. Hier mag es halt noch mehr, weil wir haben gerade Sommer, wir sitzen draußen, wir haben einen Wein dazu getrunken und wir sind Weinbauern und ja, ernten Trauben, machen die zu Wein, zu Rosé, zu Weißwein, zu Sekt, erfüllen Aufträge.
haben dann mit der Erweiterung so 4 Jahreszeiten, die wir abklappern und halt die Aktionen machen können. Und ich finde, es ist so, es hat so ein bisschen einen Glücksfaktor, was für Karten kommen. Es können gute kommen, es können mal nicht so gute kommen. Es hat ganz coole Aktionskarten, die mir halt irgendeine geile Aktion geben. Viticulture viel zu lange auf dem Pile of Shame endlich gespielt. Rausgeholt. Ich möchte es sofort wieder spielen. Das ist so, so ein nettes, ja, angenehmes so. Spiel. Ja, das stresst einen nicht. Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie. Das ist so. Wie hieß dieses? Tokaido? Vielleicht eher Tokaido. So. Vielleicht haben sie die Karten mit Wein getränkt und deswegen ist man da so ein bisschen entspannt. Ich weiß es nicht, aber man spielt so und denkt sich, ah, jetzt ist der da hingegangen. Naja, dann mache ich halt was anderes. Was soll's? Ja. Wirklich richtig schön. Ich weiß gar nicht, warum es so lange unten im Regal lag. Vielleicht sollten wir unsere anderen Sachen. Wir müssen den Pile of Shame abarbeiten. Mal ein bisschen genauer anschauen. Bessere Sachen. Ja. Okay, Viticulture mit der Tuscany-Erweiterung, mein Platz 1. Ist mir nicht mehr aufgefallen, dass es weg ist. Genau, Melli hat es noch da liegen sehen. Ist das dein Platz 1? Und ich, hab ich dir nicht. Nee, ja, nicht. Soll ich es ins Regal stellen? Oder? Und er so, sei, ja, weißt du, wegen den Miepeln und so. Ja, dann mal nicht. Das fällt uns alles aus. Mhm. Dann hat sie noch einen Deckel falsch gemacht. Das endet jetzt, während du deinen Platz 1 rausholst. Ja, mein Platz 1, wirst du jetzt sagen, boah, vielleicht ist es dir auch aufgefallen. Ich weiß es nicht. Ist nicht aufgefallen. Nein, dir ist es nicht aufgefallen? Das stimmt, es stand da. Ihr seht, uns fällt es nicht mal auf, wenn ein Spiel im Regal hier fehlt, ja. Keine Ahnung. Ja, Escape Tales, The Awakening. Wir hatten 2 schöne Abende oder Tage damit. Bei dem Spiel von schön zu reden ist dann eh immer krass, weil es passiert nicht so viel Schönes in dem Spiel, aber ja, sie waren trotzdem gute Abende. Das Spielerlebnis war schön, ja. War toll. Wir haben es mit Tobi und Kati gespielt. Unseren, auch erwähnt. Ja, jetzt haben wir die auch erwähnt. Unseren 2 Exit-Liebhabern, obwohl man hier gar nicht so Exit-mäßig drauf sein muss. Also es geht auch so. Ich fand es einfach geil und ja, also 180 bis 360 Minuten ist gut angegeben. Wir haben wirklich gemütlich hingespielt, haben es aber dann gesplittet auf 2 Tagen, weil wir gesagt haben, nee, jetzt wird es dann zu viel und die Konzentration lässt ein bisschen nach. Deswegen haben wir das gesplittet. Ja, Story, Papa, sein kleines Mädchen liegt im Krankenhaus, im Koma und weiß nicht warum, weshalb. Und wir als Papa, wir schlüpfen in die Rolle von diesem Papa und versuchen natürlich jetzt unser kleines Mädchen zu retten. Aber auf mysteriöse Art und Weise, nicht so mit... Und da kommt immer mehr raus bei dieser Geschichte und denkt sich, oh, nein, boah, wie, ja, aha. So war richtig, das. Ja, okay. Hallo. Und das Ende, was wir hatten, ihr habt alle fast geweint. Ja, wir spoilern nichts. Aber nein, aber ich habe zu euch gesagt, hey Leute, seht's doch mal positiv. Also so schlecht ist es doch gar nicht. So schlecht war unser Ende gar nicht. Es gibt 9 Enden im Spiel. Ich denke, wir hatten so ein mittelschlechtes. Ich fand Gutes. Ich fand nach wie vor, das Ende war trotz allem, es ist schon heftig gewesen, es war aber trotz allem schön. Auch wenn ihr mir nicht ganz so einstimmt, ihr habt es dann auch ein bisschen eingesehen, es hätte auch schlimmer kommen können, denke ich. Ja. The Awakening fand ich richtig geil. Finde ich auch richtig ganz geil. Ganz toll. Super. Erzählt halt mehr Story wie so ein normales Exit-Spiel. Hat Exit-Rätsel. Genau. Baut aber halt eine geile Story mit ein. Und man hat diese App, wenn man mal wirklich einen Hänger hat. Oder ja, eine Hilfe-Website. Wenn man mal wirklich einen Hänger hat, man hat ja diese Rätsel immer, verschiedene Symbole. Und wenn man dann die Sachen in der Hand hat und denkt sich, kann man erst mal gucken, okay, was braucht man denn dafür? Können wir es schon lösen oder können wir es eben nicht lösen? Und wenn man dann wirklich mal richtig hängt, dann kann man sich da auch ein bisschen durchklicken und denkt sich, naja, mein Gott, sind wir blöd. Also ist es bei den meisten Exit-Spielen, glaube ich. Wenn man nachher die Lösung hat, denkt sich, ah. Ja, aber man wird nicht ganz so bestraft und so. Nee. Es gibt einfach nur ein Ende, fertig. Ein Ende und fertig ist genau das richtige Stichwort. Weil es gibt nämlich noch einen Flop-Titel, Melli. Ach so, ja. Ja, das hatte ich mir vergessen, weil wir ganz selten Flop-Titel dabei haben. Wir haben jetzt 2 Enden. Wir haben erstmal ein richtiges Ende. Das Top-3-Ende. Top-3-Ende, Flop-1 Beginn. Genau, und Melli darf den Titel nennen. Ich hebe ihn hier hin, hier. Ja, da. Es ist leider Hadara. Ja. Ja. Ist schon verkauft, Hadara ist weg.
Ja, also Katara habe ich wirklich Benjamin Schwer. Ich habe diesen Namen gelesen, ich habe dieses Cover. Wir haben es in Nürnberg gesehen und ich dachte mir, boah, geil. Haben uns das dann beim lokalen Händler tatsächlich nach langem Rum und hin und her schleichen gekauft? Für mich war es relativ ernüchternd zu zweit. Vielleicht haben wir uns da was vorgestellt, dass es eher so in die Kennerrichtung geht. Es ist halt wirklich ein Familienspiel. Hat so einen Seven Wonders Mechanismus. Es liegen Karten aus. Man nimmt sich zwei Karten, legt eine wieder ab und die abgelegte nimmt man halt irgendwie in der zweiten Runde. Also die Karten, die man liegen hat, werden auf jeden Fall genommen. Und das Einzige, was man halt macht, ist, es gibt so verschiedene Leisten, die halt irgendwie Bevölkerung und so Sachen darstellen. Und da versucht man halt nur nach oben zu steigen. Und ich finde, schon nach dem zweiten Spiel dachte ich mir, jetzt muss ich gucken, dass ich halt noch die rote Karte kriege, bevor die Runde zu Ende ist, weil dann kriege ich nachher noch den Bonus, den ich da holen kann. Und das war so, das hat sich so monoton runtergespielt. So trocken. Genau. So, weiß auch nicht. Ich denke, vielleicht für Familienspieler, die keinen Seven Wonders haben oder irgendwie mehr so auf dem Brettspiel statt nur Kartenspiel stehen, ist es bestimmt ein cooler Titel. Es kann sicher auch für andere ganz toll und klasse sein, aber für uns war es wirklich, wir haben Seven Wonder, wir haben auch noch andere Sachen irgendwie. Und dann haben wir wirklich entschieden und gesagt, also da bin ich dann wirklich so und habe gesagt, braucht man das wirklich noch? Also wir zwei werden es alleine nimmer auf den Tisch bringen. Nimmer? Und ich darf echt mit meinem Hans-im-Glück-Titel haben, wieder der hier so richtig hoch und runter gespielt wird. Ja, und wieder ich habe dann gesagt, also von mir aus, ich könnte mich davon lösen. Und dann habe ich schweren Herzens, habe ich es auf Facebook verkauft. Aber derjenige, der es jetzt hat, viel Spaß damit. Das ist ein Spiele-Dino-Editions-Ding. Ich habe es dir ja trotzdem nicht teurer verkauft. Nee, sogar ein gutes Schnäppchen. Eines Tages gemacht. Vielleicht mal, so in 20 Jahren, kann ich sagen, hey, das hat ein Spiele-Dinos gehört. Das hat viel Geld wert. Ja, jetzt würde ich sagen, aber alles hat ein Ende. Und ich würde sagen, diese Folge jetzt. Die Folge jetzt, genau. Lasst wie immer gerne ein Abo hier unten da. Dann schreibt uns noch rein, was ihr gerne gespielt habt diesen Monat oder letzten Monat. Ihr könnt natürlich auch irgendwie tröstende Worte da lassen für andere. Habe ich ein Spiel verkauft? Drei Spiele verkauft. Er hat ein Spiel, also war ein harter Monat. Noctiluca hat er nicht ein einziges Mal gewonnen und er hat noch Spiele verkauft. Ja. Es war wirklich ein harter Monat. War ein harter Monat. Der Juli beginnt dann jetzt und wir hoffen, dass wir hier auch wieder viel Tolles spielen, wieder eine tolle Top 3 haben. Und bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.